Ja, also wie gesagt, das war dann, wir waren dann schon mal verschifft. Auf dem Schiff sollte dann nachher vom Mittelmeer weiterfahren. Ich weiß nicht, da kamen wir wieder zurück und sind dann nachher, das weiß ich nicht, wie die Vereinbarungen zwischen den Alliierten waren, den Amerikanern übergeben worden. Und sind nach Casablanca mit dem Zug durch ganz Marokko gefahren. Casablanca liegt ja ziemlich tief unten da in Afrika. Da war ein Riesenlager, wo jetzt nach der Kapitulation alles zum großen Teil wohl da nach Casablanca kam und von dort aus kamen wir rüber nach den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, die Auseinandersetzung ging da dann auch schon immer stärker. Die Antifaschisten versuchten so weit wie möglich sich zusammenzufassen, dass sie nicht als Einzelgänger waren. Und die Auseinandersetzung mit den Nazis, die ging ja dann so, die versuchten ihre frühere Befehlsgewalt als Unteroffiziere so weit aufrechtzuerhalten. So versuchten die das auch, als wir nach Amerika rüberkamen. Sie besetzten in den Lagern die Schreibstube, die Küche, auch alles, ja, nicht? Sie waren ja Chargierte, nicht? Nicht Unteroffizier, Feldwebel. Und wir waren alle ja bloß, wie man so sagt, einfache Soldaten. Und wir versuchten, dass die rauskommen aus dem Lager. Haben wir da einen Ali Zivil versucht. Und wir dann Einfluss nehmen auf die jungen Soldaten, die ja auch dazu gehörten. Das ist dann umgekehrt geworden. Wir haben dann nachher, wir waren nachher so 30 oder 40 Mann auf der Baracke. Nachts hat einer aufgepasst, damit wir nicht im Schlaf überrascht werden. Also von der amerikanischen Armee wurden wir nicht besser behandelt, was mir erst viel später so auch in Erinnerung kam. Offiziere konnten wahrscheinlich auch gar nicht solche Dinge aus ihrem ganzen Bewusstsein verstehen, dass Soldaten, die bei der Hitlerarmee gekämpft hatten, sich gegen die Hitlerarmee wandten. Dieses Problem der Auseinandersetzung Faschismus, Antifaschismus, das war für die Offiziere ein Ding, was sie nicht verstanden haben. Das hat man in der ersten Zeit, später zum Schluss, haben sie dann nachher eine andere Auffassung gehabt, nachdem ihnen bekannt wurden, die Konzentrationslager, was dort mit den Menschen gemacht wurde, wie die umgebracht wurde, beseitigt. Auschwitz ist ja dann erst von der sowjetischen Armee, von der Roten Armee befreit worden. Ist ja dann solch Austausch gekommen. Und da hat sich zumindest bei manchen ist es mehr zum Bewusstsein gekommen, dass welche gegen ihr Land, wie man denn sagte, oder dagegen kämpfte, ja.
Da bin ich dann später weggekommen, zurück nach Fort Devens. Hab dann da in Fort Devens das Kriegsende mitgemacht. Dort hatten wir dann auch die Zeitschrift German American, die herausgegeben wurde von emigrierten Gewerkschaftlern und politischen Immigranten. German American, also die waren Deutsch und Englisch. Die kamen in unser Lager. Vorher in McKeen, da ist sie nicht ins Lager gekommen. Also jetzt gegen Ende des Krieges änderte sich ja viel. Man konnte die kaufen, die Zeitung, hatten auch Kontakte zu den Herausgebern, die waren dann illegal, nicht, weil dann noch Kommandos in Motorpool arbeiteten, wo dann auch fortschrittliche Amerikaner uns wieder halfen bei der Information. Also das ist noch ein besonderes Kapitel, was man da behandeln könnte. Jedenfalls entwickelte sich dort ein politisches und kulturelles Leben. Aber jetzt vielleicht noch eins. Die Amerikaner haben ja Aufnahmen gemacht von Buchenwald, über die Leichenberge, die sie dort vorgefunden haben und die Verhältnisse. Die Filme wurden gezeigt in den USA und da mussten sich alle Kriegsgefangenen die Filme ansehen. Das war auch da vielleicht. Ja, nun zur Entlassung. Wir sind dann nachher nach Belgien transportiert worden. In Belgien fanden wir dieselben Verhältnisse vor wie damals in Alice-Ville, als wir da in das erste Gefangenenlager kamen. Kurz bevor ich entlassen wurde, da kommen ja immer die Unterlagen, wenn so welche verlegt werden in andere Lager. Und da ist ein Kamerad, Fritz Fiedkau, deklariert war in den Unterlagen als SS-Mann. Man hatte also in den Lager, wo er vorher war, die Unterlagen getauscht in der Beurteilung. Nicht aus dem Antifaschisten hat man SS-Mann gemacht und den SS-Mann, der ist als Antifaschist schon nach Hause gekommen. Das habe ich nachher später weitergegeben. Und kam dann rüber nach Munsterlager. Da waren auch wieder dieselben Verhältnisse. Unteroffiziere und Feldwebel und so was, die hatten die Herrschaft in dem Lager. Lasst euch nicht nach dem Osten entlasten. Und auch so viele Dinge, was da war. Jedenfalls kam ich, das war dann Oktober 1946, mit dem Transport nach West-Berlin. Ich wohnte ja früher in West-Berlin. Und so bin ich dann 1946 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen. Meine Eltern wohnten woanders, sie waren ja ausgebombt worden. Und nun begann das neue Leben nach diesen Ereignissen, die man so im Laufe der Jahre mitgemacht hat.